Ich dachte, ich kann das so spielen. Dies ist eine interaktive Geschichte. Keine Entscheidung schaffe nur eine von vielen Perspektiven. Kein einziger Weg bleibt die aller Antworten. Ist das Erika? Oder wer ist das? Man kann das auch mit der App spielen. Das wäre auch in der App sehr interessant. Das kann ich ja dann nochmal spielen. Erstmal zeige ich euch jetzt mal einen Teil davon. Plattenspieler. Erika. Erika. Das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich. Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Das ist ihre Mutter. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war, so wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch, aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto
dein Lieblingsbild? Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Schade. Macht nichts. Du bist dennoch magisch. Ich wollte nicht ganz nach links drin, aber trotzdem hat sie aufgemacht. Ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Schon erwachsen. Das ist deine Schuld.
Ihr wollt helfen eigentlich, aber warum ging das nicht? Nicht so? Was mir wollte? Da wollte ich mit dran. Vorsicht sein. Miss Mason? Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Darf ich? Ich gebe es auch zurück. Malst du sowas oft? Das ist griechisch, oder? Ein delphisches Epsilon. Genau wie bei deinem Vater. Es war auch auf dem Medaillon. Die Hand gehörte einem Mann namens Kel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Mein Vater hat da gearbeitet. Dein Vater war einer der Gründer. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucien Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Machen wahrscheinlich gerade Pause.
Warte hier, ich gehe nachsehen. Du warst so einsam, hast dich an deinen Vater geklammert, voller Blut. Er ist nicht der, für den du ihn hältst. Folge der Musik. Finde Elodie Carter. Sieh, was er ihr antat. Sieh, wer er wirklich war. Was werde ich finden? Wenn du nicht nachsiehst, findest du es nie heraus. Finde Elodie Carter und sieh es mit eigenen Augen. Alte Schreibmaschine. Keine Übersetzung gerade. Ich spreche Deutsch, aber die Schriften sind
das ja ganz schön nützlich sein. Aber für was denn? Für hier die Tür? Welche Tür ist denn hier? Öffnen kann. Die? Mach einfach. Ist komisch, wenn es ja keiner ist. Wer ist die? Erica, ich hatte gesagt, du sollst warten. Ich habe jemanden gesehen. Da waren Mädchen mit Masken. Ich sehe mal nach. Vielleicht eine Art Therapie. Na komm, gehen wir wieder rein. Sie verstehen nicht. Das Telefon hat geklingelt, da war eine Frau und sie wusste, wer ich bin. Wir gehen rein. Los. Wir müssen unbedingt herausfinden, woher dieser Anruf kam. Was machen Sie da? Legen Sie auf. Ganz ruhig. Nein, nicht du. Und du? Ich will deinen Ausweis sehen. Das ist eine private Anstalt. Du kannst nicht einfach hereinspazieren. Ich bin nicht von der Polizei. Wer bist du dann? Ich rufe zurück. Ich bin Sergeant Blake. Ich hatte angerufen. Ich habe Fragen an Dr. Ballard. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Danke, Doktor. Würden Sie Erica bitte ihr Zimmer zeigen? Ich müsste dringend den Chief Inspector sprechen. Es gibt Neuigkeiten. Du erinnerst dich nicht an mich. Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja. Mach schon mal, als er gleich einen kleinen Kante. Wir sind da. Erkennst du es wieder? Gucken, ob ich gleich sperren kann, ob noch weiter spielen kann. Oder ist es sich dann wiederholend? Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest. Warum soll sie hier schlafen, wenn alles abgedeckt ist, weil es so komisch aussieht? Das ist viel gruseliger, wenn...